Willkommen zu einer neuen Folge und auch zugleich zu einem neuen Spiel. Heute geht es um South Park, The Stick of Twas, der Stab der Wahrheit. So, ich würde mal sagen, wir beginnen auch mal gleich mit einem neuen Spiel. Feinde, die wütend sind, können keine Spezialfähigkeit. Oh, so schnell kann man gar nicht lesen. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive, as they are attacked by the wicked Drow Elves of Larnia. Darkness falls. As the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his land and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick controls the universe. Wow, was für eine Einführung. Nun sind wir im Menü, wo wir den Charakter gestalten können. Was nehmen wir denn als Farbe? Spray. Ich denke mal, wir bleiben hierbei. Gehen auf weiter. Frisur, ja. Wie könnte ich aussehen als Figur in der Welt von South Park? Die Farben lassen sich ja auch nochmal einstellen. Auch nicht schlecht. Surfermäßig, strandmäßig, nee, das wollen wir auch nicht. Jetzt hier noch so einen kleinen Bart, hä? Wuschelkopf. Wuschelkopf hat doch was. Das sieht aus wie eine Frau. Wollen wir nicht. Also wie eine Frau aussehen. Geht das überhaupt? Geschlecht? So ein bisschen zersaust, verwirrt. Oder hier schön gegelt und cool. Das sind doch ein Tick zu viele Haare, die wir hier momentan zur Verfügung haben. Also ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, dieses Wuschelkopfartige Pink. Das ist. Cartman wird mich dafür mobben, wenn ich da als Pinkman da reinkomme. Pinkman von Breaking Bad. Lila Haare, grüne Haare. Ich nehme weiße Haare. Das hat irgendwas. Wie ziehen wir uns an? Wie wollen wir aussehen? Gibt es auch einen Anzug? Ja, so ähnlich. Hier. Wo mir das mit dem Schal besser gefällt. Genau, wir lassen das mal mit dem Schal.
ändern noch die Farbe in Schwarz. Sekundär kann man ändern. Obwohl mir das Dunkelblau so schon gefallen hat, wie es da war. Gibt einen angenehmen Kontrast. Oh, jetzt kommen wir zu den ganzen Pickeln und Masern und sonstige Verunstaltungen, die man im Gesicht jetzt hier einfügen kann. Warum sollte der die ganze Zeit mit Dreck im Gesicht rumlaufen? So unsauber bin ich nicht. Doppelkinn! Ha, das gefällt mir. Der sieht ziemlich verschlafen aus. Was ist denn das hier unten? Ach so, das ist nur dieser Strich vom Kinn. So ein Hängekinn oder was? Ah, das mit dem Hängekinn, das belasse ich mal bei. Ah, eine Brille. Der sieht ja so ein bisschen aus wie ein Professor, finde ich. Brillen ohne Gläser. Ich lasse mal die Brille weg, das sieht zu mir sonst zu streberhaft aus. Ja, wir sind fertig und können ins Spielgeschehen einsteigen. Du kannst die Schwierigkeit des Spiels jederzeit im Optionsmenü anpassen. Oh, das muss ich schnell vorlesen hier. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ, how do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son, like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Oh, ihr habt mich echt lieb. Wow. WASD, um dich im Raum zu bewegen. Kann ich das aufmachen? Was ist das? Um Türen der Heldner zu öffnen oder Objekte zu aktivieren, schau in ihre Richtung und drücke die Leertaste. Inventar, Lager, wunderbar. Schauen wir uns doch mal um. Hier kann man nichts aufmachen. Das Loch, das sieht jetzt pervers aus. Da kann man sich so einiges vorstellen, wenn man weiß, dahinter ist ein Loch. Geld, alles nehmen. Baseballkarten. Wunderbar. Ein Fisch. Blub, blub. UPS. Kein DHL. Ich will raus. Tralala. Schöne Musik muss sein. Gehen wir mal hinunter. Oh oh. Er darf mich nicht sehen. Er darf mich nicht sehen, wie ich das Haus verlasse. Oder ich spreche ihm an. Come on, son. Get out there. Make friends. You're really gonna go outside with that hair? So you realize that your hair looks like that. Ja, meine Haare sehen so aus. Come on, son, get out there, make friends. Naja, ich mache mir jetzt Freunde.
lädt wahrscheinlich so schnell, weil ich das Spiel auf der SSD installiert habe. Macht sich bemerkbar. Aber das Spiel hat ja eh nicht so hohe Anforderungen. Drücke, um deine Questübersicht zu öffnen. Der Neue in der Stadt, deine Eltern und du seid gerade erst nach South Park gezogen. Sie möchten, dass du rausgehst und Freunde findest. Dann gehen wir doch mal raus und suchen uns ein paar neue Freunde, mit denen wir spielen können. Sieht genauso aus wie in der Serie, echt der Hammer. You shall die by my Warhammer, Drow Elf! Was? I banish thee to the forest realm! That way I banish you first! Haha! You can't hold out much longer! Help! Somebody! I can't hold out much longer! Help! Ow! Hey, no fair! That's cheating! I'm gonna tell my mom! Thanks, kid! I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends! Du hast einen neuen Freund. Wow. Und noch Butters. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Der Zauberer. Hey, where are you from? Wo ich herkomme? Where'd you live before moving here? Aus Ostasien. Do you like Colorado? Nein, gefällt mir nicht. Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. Meister. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Das ist ein Königreich. Der Teppich gefällt mir. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Shut up. Ist richtig. Don't so. Talk to her, she's not part of the game. Ich spreche nicht mit dir. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Episch. Hier fühle ich mich wie in einem Our Schloss. Weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson. Who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Koopa Keep. Was für ein Schloss. You may have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod. Habe ich schon gehört. Bist du nicht der, der einen Pfeil ins Knie bekommen hat? Und dann keine Abenteuer mehr bestreiten konnte? My loyalty is as incurable as my diabetes. The power of diabetes is both a gift and a curse. But mostly a curse. Alles klar. Dann pass mal weiter auf, Kollege. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you. And in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. Jawohl, it's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Mein Name. Oh, mein Name. Jetzt geht's los. Oder? Mein Name lautet. Ich komme gleich drauf. Der Lux Lecker. You entered Douchebag, is that correct? Saftsack? Du hast Saftsack eingegeben, ist das richtig? Nein. Are you sure you want to keep the name Douchebag? Nein. Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief, or Jew. Ich hab doch Saftsack nicht ausgewählt. Ich werde hier betrogen in diesem Spiel. Oh. Judge, ich will Judge werden. Nein, Kämpfer, Magier, Dieb, Jude, was nehmen wir denn? Kämpfer ist immer so. Immer dasselbe. Ich brauche was Besonderes. Dieb. Nehmen wir mal. You, huh? So I guess we'll never really be friends. Oh mein Gott.
You look sneaky enough to be a thief. A mage is like a wizard, only not as cool. A fighter has courage, honor, and the ability to kick fucking ass. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Dann nehme ich mal den Jude. Der hat die meiste Power von allen. Welcome to the KKK Douchebag the Jew, who probably can also handle our finances. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Waffenladen, Waffenladen, kaufen, 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 kaufen. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Waffen. Ich habe $4.84. Der Judenstab. Das ist das Einzige, was ich kaufen kann. Ah, a lovely purchase. But don't let it bother you that there's a game to be played. Ah, ich glaube, den Rest kann ich noch nicht kaufen. Drücke I, um dein Inventar zuzugreifen und sie anzulegen. Wir legen den Judenstab an. 17 bis 24 plus 5% Schaden pro Debuff bei dir. Okay. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. I'm gonna kick your ass. Na, komm her. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Klicke mit der linken Maustaste, um die Aktion auszuwählen. Und dann klicke mit der linken Maustaste, um noch was zu machen. Come on, fight! That all you got? Was? Oh my god, it sputters all over again. Okay, look, try putting your back into it at the last possible moment. Try again. Focus right before you strike. Wenn deine Waffe blinkt, klicke mit der linken Maus, um anzugreifen. Ah! Alright, fuck it. One more time. You can't possibly be this lame. Ach so. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Die Waffe blinkt ja ganz kurz. Oh! Ah! Okay, so you are that lame. Let's just skip ahead. Alright, Clyde's wearing armor. Das tut mir In leid. Order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Rechts für einen Machtangriff. Hä? Wenn. I dodged that. Power attack, douchebag. You need to really hurt Clyde. Warte mal, wenn deine Waffe blinkt, klicke mit der rechten Maustaste für einen Machtangriff. Das habe ich da eben gemacht mit Rechtsklick. Sick! Oh shit, dude, I think I see blood! Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bows. Meine Eier beschützen. Klicke mit der rechten Maustaste, wenn die Anzeigebeinung gesetzt. Prepare yourself. Critical hit. No, no, I said protect. Protect your bows. No, that's not blocking, that's sucking. Try again. Leertaste, ich muss gucken, wo welches Zeichen leuchtet denn hier auf. Alright, you know what? Never mind about blocking. It's not that important. Just let them hit you, it's fine. Alright, it's time to use your heroic power. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde! Fucking asshole! I'm the king and I say it's PP! Douchebag, use your Jew ability to make Clyde pay for insulting the king. Natürlich. Dick? Dude, that was pretty lame. Try it again, dude.
Fähigkeiten. Was genau ist das? Wirft den ersten Stein auf einen Feind, bewirkt bei perfekter Durchführung mehr Schaden, kann bei falscher Durchführung aber zu Selbstverletzung führen. So ist das. Drücke schnell A und D, bis die Schleuder aufgeladen ist und klicke mit der linken Maustaste, um zu schießen. Didn't count. Do you have some kind of problem with authority? Do what I told you. Use your authority. Aber wann ist denn das überhaupt aufgeladen? Das sieht man doch gar nicht. Douchebag, that's not your heroic ability. Get serious. Ich hau mich gleich hier selber um, wenn das so weitergeht. Dann klicke mit der linken Maustaste, um zu schießen, ja. Ich warte jetzt mal, bis da was kommt. Hä, wo? Hier steht nichts mit aufgeladen. Did the fucking elves send you? Did they send you to torment me? Let's try something out. Ehrlich gesagt bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, ja? Oh my god, you fucking died. Okay, I'm gonna bring you back to life with this special potion. Ich muss das jetzt nochmal üben. Das kann doch nicht sein. Also, drücke schnell A und D, bis die Schleuder aufgeladen ist. Dann klicke mit der linken Maustaste, um zu schießen. Das... Oh! Verstehe ich echt nicht. Ja! Mehr als da steht, mache ich nicht, aber naja, okay. Nehmen wir mal den Judenstab, greifen mal mit denen an. Jetzt hätte ich natürlich blockieren sollen, weil ich natürlich nicht gemacht habe. Oh my god, you fucking died! Okay, I'm gonna bring you back to life with this special potion. Sick! Das muss ich nochmal üben, definitiv. Dude, that was awesome! You were all das like, war doch nicht fantastisch. Like, nah. Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Das Relikt. Ist es der Stab der Wahrheit? Ist es der Stab der Wahrheit? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber das werden wir dann erst in der nächsten Folge herausfinden. Bis zum nächsten Mal.